Hallo und herzlich willkommen. Jetzt sind wir in der Leipziger Innenstadt und wir werden versuchen, euch so ein bisschen zu zeigen und zu präsentieren, wie wir in der Innenstadt fotografieren würden. Wir haben Alexandra und Nils hier, zwei sehr, sehr gute Freunde von uns und ein tolles Paar, die wir schon öfter fotografiert haben, auch bei unseren Workshops. Und die beiden sind sehr erprobt und sehr, sehr gut darin, für uns ein Modelpaar zu spielen. Und wir sind sehr glücklich, dass ihr Zeit für uns habt und dass ihr das mitmacht. Also danke, danke. Und wir sind, wie gesagt, hier relativ zentral in Leipzig. Wir haben uns für diese Straße entschieden. Wir sind eine ganze Weile rumgefahren, haben gesucht und in der Straße eigentlich das gefunden, was wir suchen, wenn wir Paare in der Stadt fotografieren. Und zwar sind wir immer auf der Suche nach unbelebten Plätzen. Das heißt, wir sind zwar relativ zentral hier, nichtsdestotrotz ist nicht viel Bewegung hier. Wir haben kaum Verkehr. Es kann sein, dass immer mal ein Auto vorbeifährt, dass ein Fahrradfahrer vorbeifährt, dass ein Passant meckert, weil wir den Gehweg hier blockieren. Also das ist alles hier real life am Set. Also entschuldigt, wenn hier mal was, wenn kleine Dinge passieren, die dazwischen kommen. Aber wir wollen es authentisch machen und wir haben uns außerdem für diese Straße entschieden, weil wir hier viel Platz haben. Das heißt, es ist keine enge Gasse, es ist eine große Straße, deswegen haben wir auch viel Licht hier. Das ist genau das, was wir haben wollen. Der dritte Grund ist, dass wir Schatten haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Es ist jetzt 17 Uhr, das heißt, die Sonne steht noch relativ hoch. Es ist August und die Sonne kommt so ein bisschen von der Seite hier, aber dieser ganze Bereich, den ihr hier sehen könnt, der ist schattig und genau in dem Bereich werden wir uns jetzt bewegen. Bevor wir anfangen zu fotografieren, kommunizieren wir natürlich mit den beiden. Das ist jetzt eine schwere Situation, weil nicht die beiden unsere Kunden sind und die beiden nicht der Mittelpunkt des Shoots, sondern es geht um euch und wir wollen euch zeigen, wie wir fotografieren. Und das, was wir als erstes machen würden, ist, während wir permanent mit den beiden reden, ist das Licht einmal zu checken. Dafür fotografieren wir entweder uns zwei oder eben die beiden. Man merkt das relativ schnell, ob sich das Paar komisch fühlt, wenn man zwischendurch Fotos macht. Das heißt, während wir mit den beiden reden, fotografieren wir immer schon mal, reden natürlich weiter, schauen, wie ist das Licht. Wenn das nicht funktioniert, dann fotografieren wir uns gegenseitig. Was wir auch machen und was ihr unbedingt machen solltet, ist, ihr solltet euch immer mal drehen, um ein Gefühl für das Licht zu bekommen. Also ich kann das nicht immer nur mit meinem menschlichen Auge einschätzen. Passt das Licht jetzt? Ist es eher blau? Ist es eher warm? Ist es schön? Ist es soft? Das heißt, wir bitten das Paar auch immer mal, sich mit uns zu drehen. Und das kann man eigentlich relativ schnell machen, indem du dich einfach mit mir mitdrehst. Genau, dreh dich mal noch weiter, noch weiter, noch weiter. Okay, und nochmal zurück. Okay. Und das, was man, wenn man das schon öfter gemacht hat, sieht, ist, dass von hier wir blaueres Licht haben als von der anderen Seite. Wir haben dort drüben gegenüber, das könnt ihr nicht sehen, ist ein relativ sandsteinfarbenes Gebäude. Das heißt, das strahlt natürlich viel, viel wärmer ab als dieser Hintergrund hier. Das bedeutet, wir haben von hier blaueres, es ist einfach ein bisschen bläulicher, das Licht. Und wir würden jetzt in den Kameras schon im Weißabgleich ein bisschen raufgehen mit der Temperatur. Das kann man mit allen gängigen Kameras machen. Das heißt, egal, Nikon, Sony, Canon natürlich. Da gehen wir in den Weißabgleich rein. Und ich würde jetzt einfach mal zur Demonstration ein Foto machen in diesem Licht, was wir jetzt haben. Genau. Und jetzt würde ich den Weißabgleich einfach mal nach Gefühl ein bisschen raufdrehen. Ich bin jetzt bei 5800. Und so ist es eigentlich schon so, dass es mir gefällt. Vielleicht noch ein kleines bisschen wärmer, aber das ist perfekt. Wir blenden euch beide Fotos ein, da könnt ihr dann vorher, nachher sehen. Wir mögen es warm, wir mögen es soft, wir mögen weiches Licht. Und hier jetzt ist es perfekt. Jetzt, Entschuldigung. Man sieht auch sehr, sehr gut daran, wenn man die beiden dreht oder wenn man sich mit jemandem zusammen dreht, von welcher Seite das gerichtete Licht kommt. Man hat immer so ein bisschen, eine Seite ist dann manchmal im Schatten oder man ist komplett frontal ausgeleuchtet oder von hinten ausgeleuchtet. Und das kann man gerade im Schatten, wo es ja doch alles relativ soft ist, am besten sehen, wenn man sich einfach mal so zusammen so ein bisschen umdreht. Ja. Also nehmt euch auf jeden Fall die Zeit, fangt nicht zu schnell an. Früher sind wir immer direkt ins Shooten gekommen und wir sind immer direkt, haben immer direkt angefangen mit Fotografieren, dass ja keine Zeit vergeht. Und jetzt ist es mittlerweile so, dass wir schon auch viel reden, dass wir uns Zeit nehmen, dass wir oft auch die Locations wechseln. Als wir die beiden das erste Mal fotografiert haben, da sind wir durch die Wälder von Brandenburg gefahren und sicher 45 Minuten lang haben wir nach Locations gesucht, weil uns das Licht und der Ort mittlerweile sehr, sehr wichtig sind und wir
lieber länger suchen, als in irgendeinem Licht oder in irgendeiner Location zu fotografieren, die möglicherweise nicht ganz dem gerecht wird, wie wir es haben wollen. Also hier ist alles perfekt. Da hinten sind ein paar Schilder. Das ist nicht zu vermeiden immer in der Innenstadt. Das heißt, die werden wir einfach hinter den beiden verstecken. Und was wir permanent machen würden, wenn ihr jetzt nicht hier wärt, wenn ihr nicht da wärt, wir würden natürlich permanent mit den beiden reden. Und wie wir es eh schon in den Teilen zuvor besprochen haben, wäre unsere Anweisung immer sehr, sehr vage. Wir würden nicht zu viel vorgeben. Die ersten Anweisungen, die wir tun würden, sind eigentlich immer, geht einfach ein Stück in die Richtung und wir rufen Stopp. Und dann kommt er wieder auf uns zu oder wir rufen einfach Dinge rein. Also sehr, sehr vage, sehr unkonkret und dann schauen wir einfach mal, was passiert und wir versuchen ein Gefühl dafür zu bekommen, wie weit können wir denn gehen mit den beiden, wie viel Hilfe brauchen sie, wie oft müssen wir eingreifen. Und das ist das, wie wir jetzt einfach starten würden. Ihr zwei, würdet ihr einfach ein paar Schritte in die Richtung gehen und wir rufen einfach rein, wenn wir irgendwas brauchen. Okay? Viel Spaß. Das Ganze fotografieren wir dann schon in verschiedenen Blickwinkeln. Das heißt, die beiden aktuell sind bei mir mittig im Foto platziert. Sie gehen ein bisschen durch die Innenstadt. Sie lehnt sich schon ein bisschen an ihm an. Das sind alles Dinge, die man natürlich reinrufen kann. Jetzt sind sie mir schon fast zu weit weg. Das heißt, kommt ihr einfach wieder auf uns zu. So wie ihr wollt. Schön dicht zusammen ist gut. Da sind jetzt auch ein paar Menschen drauf. Das ist nicht so schlimm. Dafür ist es ja ein Shoot in der Stadt. Okay, ihr zwei. Sehr, sehr schön. Bleibt genauso stehen. Perfekt, es ist toll, ihr seid super. Was wir dann immer machen, wenn wir gerade Fotos in der Bewegung machen, in der Stadt bietet sich das an, das Paar schlendert durch die Stadt und wir versuchen das festzuhalten. Wir versuchen keine Zeit zu verlieren. Das heißt, wenn ich die Szene nochmal fotografieren möchte, würde ich die beiden nicht bitten, nochmal zurückzugehen und nochmal auf mich zuzukommen, sondern ich würde sie direkt bitten, einfach rückwärts zu gehen. Da kann man ja fotografieren, während die beiden rückwärts gehen. Das erhöht auch so ein bisschen den Schwierigkeitsgrad. Das heißt, die beiden müssen darauf achten, wo sie hintreten, wo sie drauftreten. Sie müssen ein bisschen nach unten schauen. Und würde euch einfach bitten, ja, gern Händchen haltend, gern eng zusammen, was immer euch lieb ist, und einfach rückwärts gehen, aber schön vorsichtig. Okay? Und schaut nicht zu uns, bleibt mit den Blicken bei euch, das ist schön. Sehr, sehr schön. Okay, ihr zwei. Jetzt versuchen wir als nächstes den Schwierigkeitsgrad ein bisschen zu erhöhen. Das heißt, ihr habt es eh eingangs schon gesagt, wir versuchen viel zu reden. Und das, was wir machen, ist, wir versuchen den beiden so viele Aufgaben zu geben, dass sie gar nicht darüber nachdenken, dass sie gerade fotografiert werden, sondern ich versuche viel reinzurufen, dabei vage zu bleiben, aber nichtsdestotrotz viele Aufgaben zu geben. Bist du bereit? Ja. Ich bin auch bereit. Okay, ihr zwei, ihr kommt auf mich auf und zu und schön langsam. Und schaut nicht zu uns. Und könnt ihr noch ein bisschen dichter? Dann könnt ihr euch umarmen. Und die könnt ihr die Köpfe noch mehr zusammen. Genau, perfekt. Aber kommt ruhig weiter auf uns zu. Händchen haltend einfach. Und nochmal wieder ein bisschen enger. Kannst du den Arm mal um sie legen, Nils? Kommt noch ein Schritt, 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 noch ein Schritt. Perfekt. Vielen, vielen Dank, ihr zwei. Sehr, sehr schön. Wir zeigen auch ganz gerne mal Fotos zwischendurch. Das funktioniert besonders gut bei Paaren, die ein bisschen unsicherer sind, um ihnen einfach ein gutes Gefühl zu geben, um zu zeigen, dass das schön aussieht, was sie gerade machen. Und dadurch fühlen sie sich oft bestätigt und sind ein bisschen selbstbewusster danach. Wählt gut aus, was ihr für ein Foto zeigt. Geht nicht einfach so durch und zeigt alle. Gerade wenn ihr viel in Bewegung fotografiert, dann hängt man mal komisch da oder man hat mal die Augen zu. Sowas sollten die beiden dann natürlich nicht sehen, aber ab und zu mal ein Foto herzeigen, ein Foto ist auf jeden Fall ganz gut. Genau, also wir scrollen nicht durch, sondern wir zeigen explizit ein Foto den beiden her und dann ist auch schon wieder okay. Ich sag den beiden auch, hey, das ist jetzt einfach nur random irgendein Foto, schaut es euch an, so sieht das Licht aus, so ist die Location, es ist alles perfekt, ihr müsst einfach nur weitermachen und weiter für uns Gas geben, genau, und verliebt sein für uns. Also, wir versuchen, wenn die beiden rauf und runter gehen, viele Variationen einzubauen. Das heißt, wir versuchen, die beiden nicht nur gehen zu lassen. Und da liegt es ganz am Paar, ob die beiden relativ straight gehen, ob sie sich nicht viel trauen zu machen. Je nachdem, was die beiden euch hergeben, müsst ihr entscheiden, okay, wie viel muss ich reinrufen? Wie viele Variationen müssen wir machen? Wie oft müssen wir das fotografieren? Uns ist natürlich völlig klar, dass nicht jedes Paar sofort super verliebt da lang geht und das kann auf Anhieb sich fallen lassen. Das heißt, wir würden es einfach
öfter machen und wir würden dann einfach auch viele Variationen versuchen einzubauen. Das heißt, ihr könntet zum Beispiel, wenn das Paar sehr unsicher ist, dann einfach konkreter werden. Ihr könntet sagen, könnt ihr euch nochmal auf den Weg stellen und vielleicht kannst du deinen Arm so ein bisschen um sie legen, genau. Und du hältst so ein bisschen deinen Arm und schmiegst dich so ein bisschen an ihn ran und könntet ihr jetzt vielleicht nochmal rückwärts gehen und bleibt schön bei euch mit den Blicken, aber nicht fallen natürlich. Geht schön lang. Perfekt. So, die Köpfe noch ein bisschen dichter zusammen. Schmusen, schmusen. Sehr, sehr schön. Okay, und jetzt könnt ihr wieder auf uns zukommen. Schön dicht zusammen. Vielleicht mal eine Umarmung zwischendurch. Sehr intensive Umarmung. Packt ganz viel Amore rein. Okay, und jetzt könnt ihr wieder auf uns zukommen. Sehr, sehr schön. Also, wir versuchen viel zu reden, wir versuchen viele Aufgaben zu geben, wir versuchen die beiden zu ermutigen, wir versuchen die beiden das Gefühl zu geben, dass wir begeistert sind, dass wir das sehr, sehr mögen. Wir versuchen ihnen auch relativ einfach auf unsere Art und Weise zu vermitteln, was wir wollen. Wir wollen Amore, wir wollen Liebe, wir wollen Schmusen, wir wollen, dass sie nah beieinander sind, wir wollen, dass sie Spaß haben. Und das ist unsere Aufgabe, glaube ich, als Fotograf, das zu kreieren und das zu schaffen. Und das kann man am Anfang, gerade wenn man startet mit dem Shoot, kann man das schaffen durch bewegt, also indem man die beiden bewegt, indem man sie gehen lässt. Das ist eigentlich ein sehr gängiger Start bei uns, genau, sehr gängiger Tipp. In einen Shoot, auch am Hochzeitstag, dass man die beiden einfach gehen lässt. Das geht händchen halten.